Kann ich machen. Ah, Signora Pozzi. Na, sind wir wieder an der Arbeit? Blöde Kuh, das. Guten Morgen, Kleines. Na, der Sturm draußen wird sich auch bald widerlegen. Natürlich, die meisten Sturmhosen sind tote Hosen. Sabinchen, ich möchte jetzt nicht gestört werden. Ach, du weißt schon. Was ist los? Habe ich dir doch gesagt, dass ich nicht über... Carlton, kannst du mir bitte erklären, was das soll? Heute Morgen ruft mich eine Dame von einer gewissen Blind-Date-Agentur an. Sie behauptet, eine Adresskorrektur melden zu müssen. Also... Renatchen, ich bitte dich, du kennst doch diese Werbefritzen. Das wird irgendeine dubiose Firma gewesen sein, die an meine Daten kommen wollte. Liebe Frau Forster, Häschen, Häschen, ich bitte dich, ich bitte dich, ja bitte? Muss das jetzt sein, Frau Major? Entschuldigung, aber ich brauche die Belege. Wie kommst du bloß auf die Idee, mir so etwas zu unterstellen? Schau, Häschen, vielleicht bringt dich das auf etwas andere Gedanken. Eine Kreuzfahrt in die Karibik. Sag mal, wie kommst du denn ausgerechnet? Wenn ich dir nur glauben könnte. Ach, diese Vermeidung. Dauernd macht sie mir Probleme. Es ist Zeit, dass ich mich nach einer anderen Sekretärin umgucke. Entschuldigung, aber... Falls Sie die Blätter suchen, mein Mann hat sie ins Regal geschoben. Blätter? Ich mag doch keine Blätter. Meinst du, es wird wieder wie früher, Karl? Weißt du noch damals, als wir vor Papa in die Einsamkeit des nahen Jones geflogen sind? Ich erinnere mich daran, als wäre es gestern gewesen. Dieser Frieden, diese... Dieser blöde Kuh. Karl,
Bist du sicher, dass wir noch einmal ganz neu miteinander anfangen wollen? Jetzt, wo Papa tot ist. Häschen, wir fangen noch einmal von vorne an. Und du hast mir nichts zu verbergen? Bei meiner Seele, ich schwöre es dir. Oh, ich habe noch einen Termin. Es tut mir leid. Gut. Das war alles, was ich wissen wollte. Vergiss deine Herztabletten nicht. Klar, alles im Griff. Das bewundere ich so an dir. Du hast immer alles im Griff. Sabine, sind Sie doch so gut und rechnen Sie die Bilanz noch einmal nach. Ich werde wohl meinen Besuch beim Friseur noch einmal verschieben müssen. Weißt du, ich möchte eigentlich gar nicht mehr immer alles im Griff haben. Könnten Sie bitte die Jahresbilanz der Firma Gut & Co. suchen? Jetzt wollten Sie doch gerade... Merken Sie nicht, dass Sie stören? Ja, ich gehe ja schon. Häschen, mir ist da etwas noch in den Sinn gekommen. Ja? Wie wäre es, wenn ihr beide heute nach Feierabend wieder einmal nur wir zwei? Na, du weißt schon. Hä? Könntest du nicht zwei Plätze heute Abend im Lido reservieren? Sag mal, Schuschu, stimmt etwas mit deinem Arm nicht? Wie? Ach so, das Wetter. Alle kleine Genickstörungen. Soll ich dich etwas massieren? Ah, jetzt ist es wirklich wieder besser. Deine Nähe wirkt einfach Wunder. Okay, jetzt muss ich wirklich noch etwas arbeiten. Aber nicht zu viel, ja? Du siehst etwas blass aus. Buongiorno, Signor Neumann Forster. Buongiorno, Signora Neumann Forster. Guten Tag. Va bene? Sì, sì, va molto bene. Sag mal, wie hast denn du das gemeint vorhin? Was vorhin? Naja, dass du nicht mehr alles im Griff hast. Signor Neumann, qui c'è una fotografia. Was sagt sie gerade? Ach, sie plappert etwas von einer Adjustierung. Willst du der guten Frau nicht sagen, dass alles in Ordnung ist? Ach, lass sie plappern. Häschen, ja? Ich möchte wieder lernen. Schwarz. Signor Neumann, Signor Neumann. Signor Neumann, fotografieren. Okay. Ja. Oder? Also. Bitte verstehe mich, es tut mir so leid. Ja, natürlich, wir können ja später mal darüber reden. Wirklich? Ach, natürlich, Häschen. Alles klar.
Sorry, Chef. Aber der Föhn macht doch etwas zu schaffen. Ich habe aus Versehen das falsche Blatt kopiert. Bist du wahnsinnig? Willst du mich ruinieren? Wahnsinnig? Wie heißt es so schön? Was man heute im Versteckten flüstert, pfeifen die Spatzen morgen schon von den Dächern. Jede Schuld hat ihren Lohn. Schließ sofort das Fenster. Niemand weiß etwas. Und niemand wird hier etwas wissen. Nein! Lass die Blätter da! Du Kohlekuh, du! Das hast du extra getan!